Dana Berlin heute mit einem besonderen Gast, Dr. Sigrid Wegert, und sie ist Vorsitzende des Vereins Kinderleben, Verein zur Förderung krebskranker Kinder e.V. in Berlin. Und es ist eine ganz tolle Sache, denn das ganze Geld, was gespendet wird, kommt den Kindern zugute. Sie machen alle bürokratischen Arbeiten selber, geht auf ihre eigene Kappe mit ihrem Verein. Da fließt nichts weg. Ganz toll. Und es fängt bei einem Euro an. Man kann mit einem Euro schon was machen. Ja. Gebrauchtes Spielzeug. Nehmen Sie das auch? Gebrauchtes Spielzeug ist ein bisschen schwierig, weil die Therapeutinnen, die mit den Kindern spielen, würden schon gerne Spielzeug nehmen, was vielleicht spezielles Spielmaterial also ist. Also appellieren wir jetzt mal an die Spielzeughersteller, die solche Spielzeug herstellen. Genau. Ja, vielleicht liegt ja noch zufällig was in der Ecke, was Sie nicht brauchen. Ja? Dann gehen Sie mal auf die Webseite, da finden Sie die Adresse und dann werden Sie hoffentlich nichts mit Spielzeug. Oder auch für überhäuft. Die große jährliche Weihnachtsfeier, die stattfindet. Da sind wir auch sehr gerne. Da dürfen Kinder der Station jeder einen Wunschzettel ausfüllen und jeder einen Wunsch, ein Geschenkwunsch auftragen. Und das erfüllen wir jedes Jahr aufs Neue. Diese Geschenkewünsche, da kommen die Alberspieler, die überreichen die Geschenke. Das ist ein ganz großes Ereignis auf der Kinderkrebsstation. Einmal jährlich die Weihnachtsfeier. Also, wenn Sie da mitmachen wollen, ja, Webseite gucken, Frau Dr. Sigrid Wegert kontaktieren. Und dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Sie machen aber noch was mit dem Spendengeld. Das ist für mich genauso faszinierend wie diese Klangschalengeschichte. Ja, Sie besorgen auch zusätzliches Personal mit Ihren Spendengeldern. Ja, sagen wir mal so, diese Klangschalen oder auch Musiktherapeuten ist ja im Grunde auch eine finanzierte Stelle, die wir ausschließlich finanzieren zu 100%. Aber wir helfen auch anderweitig. Das heißt, die Therapeuten, die kommen auch von Ihnen. Die sind nicht schon da, sondern die holen Sie, bezahlen Sie, die machen das. Wir haben eine Musiktherapeutin, eine Kunsttherapeutin, einen speziellen Physiotherapeuten und diesen Klangschalentherapeuten. Und auch noch eine Psychologin, die auch von uns finanziert wird. Das sind Stellen, die wir finanzieren. Ich will aber jetzt nochmal zurückkommen auf andere Personalstellen. Ich habe gerade freigegeben 2 Stationshilfen für diese Station 30i, diese Intensiv- und die KMT-Station, weil Stellenstreichungen auch wieder waren und die examinierten Krankenschwestern und Krankenpfleger im Grunde nicht mehr die Arbeit, die sie eigentlich erfüllen sollen, am Patienten machen konnten oder beziehungsweise die Arbeit viel zu kurz kam und sie Arbeiten tätigen mussten, die natürlich auch gemacht werden müssen, aber eigentlich gar nicht in ihren Aufgabenbereich gehören. Diese Leute besorgen Sie jetzt mit ihren Spenden. Und die haben wir jetzt als Überstationshilfen ausgeglichen, sodass die Schwestern und Pfleger wieder am Patienten arbeiten können. Ja, das ist ja grandios. Und wenn jetzt Renovierung nötig ist und ein Handwerker sagt, das könnte ich doch für Sie machen, ich schreibe Ihnen keine Rechnung, ich mache Ihnen das so. Da sind wir sehr gerne bereit. Das geht also auch. Aufgrund gestiegener Patientenzahlen, die Klinik hat ja auch einen sehr guten Ruf unter Frau Professor Eggert und Herrn Professor Seeger, kommen eben sehr, sehr viele Patienten. Die Kapazität ist eigentlich voll erschöpft. Über das ganze Jahr. Deshalb planen wir als nächstes die Neustrukturierung und Renovierung der Tagesklinik T23, die im gleichen Gebäude wie die Poliklinik sich befindet. Da muss was passieren, damit die kleinen Patienten, die hier kommen ja vom 0 Monate bis 18, 20 Jahre. Mit 0 Monaten quasi Neugeborene, schon mit Krebs? Neugeborene mit Krebserkrankungen. Die eben aufgenommen werden und da muss was passieren, dass die Aufnahmemodalitäten sich verbessern. Es sind also wirklich gestiegene Patientenzahlen und diese Klinik, die Tagesklinik, da muss eine neue Strukturierung passieren. Und jetzt frage ich mal so ganz naiv, und das geht auch, das funktioniert auch. Ich meine, die Klinik hat doch einen Renovierungsplan und jetzt kommen Sie und sagen, ich habe einen Handwerker, der macht uns das. Der Renovierungsplan ist auch eingereicht worden und die Frau Professor Eggert achtet auch sehr darauf, das erstmal bei der Charité einzureichen und nicht bei uns. Das ist abgelehnt worden. Und auch wenn in der Zeitung oder in den Medien steht, die Charité schreibt schwarze Zahlen, sie kommen dann aber doch nicht so ganz dort an, wo sie vielleicht hingehören oder ankommen sollten. Und da springen wir ein. Aber wir können natürlich nur einspringen, wenn wir genügend Spendengelder haben. Ja. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach Neuem.
und genügend Handwerker haben. Handwerker können die sich bei Ihnen jetzt einfach so melden auf der Webseite? Dürfen sich auch mal bei mir melden und mir vielleicht kostengünstige Angebote machen für eine neue oder eine neue Renovierung oder auch gerne nehme ich auch das in Anspruch, wenn Sie mal sagen, wir wollen es auch umsonst machen. Das heißt denn auf gut Deutsch Sachspende? Genau, sozusagen. Also wenn Sie Handwerkskraft haben, Pinsel und Farbe über und damit umgehen können, Sachspende ist auch erwünscht und dann wird dann die Station richtig auf Vordermann gebracht. Genau, da ist dringender Handlungsbedarf. Sie haben eben von der Weihnachtsfeier gesprochen. Mhm. Jedes Jahr, da wünschen die Kinder sich was Besonderes und dann wird das auch erfüllt. Ja, was kann denn der Zuschauer oder die Zuschauerin da noch beisteuern? Sagen wir mal so, beisteuern an sich ist es natürlich am günstigsten. Wir gehen über Spendengeldern, denn das ist ein Kreislauf. Diese Weihnachtsfeier findet jährlich statt. Und die Kinder bekommen wirklich die Geschenke, die sie sich sehnsüchtig wünschen. Der Zuschauer kann natürlich auch mal beisteuern. Das haben wir auch gehabt. Es gab einen Fahrradhändler in Berlin, den da hatte ich angefragt, ob er mir mal zwei Fahrräder für ein krebskrankes Kind, der wollte unbedingt noch Fahrrad fahren lernen, dessen Bruder, aber der nicht krebskrank war, wollte mit ihm zusammen lernen. Und da hat er uns zwei Fahrräder zur Verfügung gestellt. Das sind so Sachen, die natürlich auch ganz toll sind und die den Kindern zugutekommen. Ansonsten, der Zuschauer soll sich einfach über die Website informieren oder über unsere Homepage kinderleben.de, www.kinderleben.de und Kontakt mit uns aufnehmen. Steht dann in eine Liste, was die Kinder sich wünschen? Ja, zu aber nicht, nein, die Liste ist intern. Also müsste man sie anrufen und sagen, was braucht ihr noch? Genau, da könnten wir, oder vielleicht auch, es gibt immer ein kleines Buffet für die Eltern, auch bei der Weihnachtsfeier, was eben von Kinderleben dann finanziert wird. Da haben Sie ja eine Menge zu tun. Ja, es gibt, also vor Weihnachten ist wirklich eine Menge zu tun. Da ist etliches zu organisieren, ja. Und Sie hatten eben schon gesagt, die Kinder, selbst Neugeborene, haben schon Krebs. Ja, das gibt es auch. Das beginnt also nicht ab bestimmten Alters, kann man nicht sagen. Überhaupt es nicht. Ist, manche Kinder Nein. kommen zur Welt und haben Krebs. Ja, und es gibt eben auch spezifische Tumoren, die im Alter zwischen 4 und 6 und 8 und 10 und so weiter auftreten. Ja. Aber es gibt eben auch durchaus leider Gottes die tragischen Fälle, die schon zur Welt kommen und einen Tumor haben. Jetzt sieht vielleicht eine pensionierte Krankenschwester zu oder eine pensionierte Ärztin und sagt, da möchte ich gerne mitmachen. Ginge das? Das ginge vielleicht, das muss man natürlich eng mit den Stationen klären, mit den leitenden Pflegekräften und auch mit den Stationsärzten. Aber es gibt durchaus auch Zeitpunkte am Wochenende zum Beispiel, wo die Kinder doch sehr einsam, sag ich mal, über das Wochenende gehen. 48 Stunden, da sind natürlich auch nicht so viel Betrieb, dass man da vielleicht mal sich zur Verfügung stellen kann, wenn man es sich zutraut, das ist ja auch immer ein bisschen personenbezogen, sich zutraut, mit krebskranken Kindern zu arbeiten oder sie auch mal zu beschäftigen oder ihnen vorzulesen. Wir haben ein wunderbares Leseprojekt, was von einer Firma finanziert wird, wo mehrfach im Jahr Schauspieler lesen, aus Büchern vorlesen, was den Kindern sehr gut bekommt und was sehr, sehr gut ankommt. Aber es muss kein Schauspieler sein, es kann auch eine pensionierte Lehrerin sein, die auch geübt ist, vorzulesen. Was natürlich immer schön ist, wenn die Kontinuität erhalten bleibt. Ja. Es bringt den Kindern in den spezifischen Situationen wenig, wenn einer kommt und sagt, dann heute Deswegen kann ich sagte ich pensioniert, meistens hat man ja viel Zeit. Also eine gewisse Kontinuität sollte schon vorhanden sein. Also nur Mut, vielleicht haben Sie Lust. Ja? Schauen Sie auf die Webseite und lesen Sie vor. Ich glaube, den Kindern hilft das am meisten, wenn einfach jemand da ist. Genau. Der mit ihnen spricht, der mit und ihnen spielt. Wenn versucht wird, die Normalität ein bisschen zu erhalten. Es ist wenn man Kinder hat, weiß man selber, wenn ein Kind einen fieberhaften Infekt hat, sind 3-4 Tage des Alltags laufen nicht so, wie es ist. Aber wenn man ein krebskrankes Kind hat, bricht das gesamte Familienleben und der gesamte Alltag völlig zusammen. Die Kinder sind zum Teil Wochen, Monate lang, jahrelang auf der Station, nachher in einer jahrelang ambulanten Behandlung noch. Und die Eltern und Geschwisterkinder sind alle involviert in diesen Prozess. Es ist einfach so, dass der Alltag völlig zusammenbricht. Und wir versuchen, durch die Hilfen, die wir zur Verfügung stellen, ein bisschen Normalität wieder reinzukriegen in den Klinikalltag. Also, wir ihnen es verschönern, das Leben. Geld ist eine Sache, aber Geld ist nicht alles, sondern die richtige menschliche Zuwendung. Ganz wichtig. Also, wenn Sie überlegen, als Lehrerin, als Ärztin, als Krankenpflegerin, was auch immer,
Ja, und Sie haben Zeit, Kontinuität, das ist das Wichtigste. Kontinuität ist dabei sehr wichtig. Nicht vier Wochen und dann wieder aufhören, sondern das Kind muss sich auch an Sie gewöhnen können. Ja, dann melden Sie sich auf der Webseite an bei Frau Dr. Wegert und vielleicht können wir da ein bisschen was tun. Und zur Weihnachtsfeier, wenn Sie noch ein Geschenk brauchen, ja, vielleicht können wir da auch was tun, auch mit TV Berlin. Und dann gucken wir mal. Wenn Sie so auf diese Station gehen, da kann ich mir vorstellen, dass Sie doch manchmal sehr, sehr menschlich gepackt sind von dem, was Sie da sehen. Ja, durchaus. Obwohl Sie Ärztin sind. Ja, ja, es ist einfach ein anderes Leben. Man kann das nicht mehr vergleichen mit der Normalität, in der man sich sonst begibt. Und ich habe das Glück, dass ich 5 gesunde Kinder habe. Aber wenn man die Eltern sieht, ist es schon ein schweres Paket, was sie tragen. Aber da komme ich noch mal auf eine Sache, die wir auch unterstützen und die sehr, sehr gut ankommt bei den Eltern. Das Elternfrühstück, das einmal wöchentlich stattfindet, wo sich Ehrenamtler auch engagieren, die in einem Raum ein wunderbares Frühstück auf den Tisch bringen. Also ganz toll gedeckten Tisch mit selbst zubereiteten Speisen. Das sind Damen, die seit Jahren dort mitmachen. Und die Eltern nehmen es dankenswerterweise ganz, ganz doll an. Da können die Eltern einmal in einer Woche ein wenig entspannen, sich so wie früher vielleicht sich ins Café gesetzt haben, setzen sich jetzt zum Elternfrühstück und können untereinander sich austauschen, auch mal mit einer Krankenschwester anders reden als immer auf der Station. Es kommen Ärzte dazu. Unsere Bitte, geben Sie ein Stück Ihres aktiven Lebens in Kinderleben e.V. und Sie helfen krebskranken Kindern. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Unsere Zeit ist leider um, aber ich finde dieses ganz grandios, was Sie da machen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Dr. Sigit Wegert. Vielen Dank. Und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und vielleicht machen Sie mit. Sie finden alles auf www.kinderleben.de. Genau. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Ihnen auch ganz herzlichen Dankeschön. Dank und tschüss.